Hallo Leute, hier ist der Gusua wieder und mein Handy macht Bing Bing. So, wir schauen mal. Wir haben ordentlich was an Barbaren da. 80, ein bisschen Mauerbrecher, klar für so ein bisschen Alarm. Und dann die Heiler. 8 Heiler sollten passen. Gucken wir mal. Was wir in Verbindung mit der Queen dann reißen. Klar, ohne Queen wäre dann in dem Fall richtig fail. Naja, nix. Ich würde nochmal gerne so 2,5k nochmal gerne kriegen. Also wirklich vorher, ja, ein Inferno. Aber ich kann nicht heilen. Und durch die 10er Mauern, beziehungsweise 11. Oh, ich bin gerade echt hin und her gerissen. Ich weiß, ich kann da nicht heilen. Ich kann sie dann nur ragen. Und die ist auf, der ist auf Single. Ich mach's trotzdem. Egal. Drauf geschissen. Ich habe 80 verkackte Barbaren. Sorry, die Ausdrucksweise, das sollte jetzt nicht so krass rüberkommen. Und achso, nebenbei, ihr könnt euch natürlich auch den Weg einfacher machen, indem ihr da mal direkt mit den Mauerbrechern durch die Mauer durchgeht. Und dann sollte das ganz nett laufen. So, kommt schön Spam. Und jetzt egal, komm, bitte, 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 bitte. Ah, nur einer hat überlebt und der nicht mal richtig. Okay, egal. So, fangen wir an. Herzlich willkommen zu meiner Queen Parade. So, schauen wir mal. Und wenn du jetzt draußen rumgehst, ich hack dir die Armbrust weg. Du gehst jetzt bitte rein, und zwar richtig. Du gehst durch die Mauer, du gehst über los und du ziehst dir den Loot. Alter, was? Was? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Hallo? Alter! Was ging denn bitte gerade? Also erstens, ich wusste nicht, dass der Ring noch heller wird, wenn man noch mehr droppt. Das war mir bis jetzt nicht klar. Aber gut, wir wissen jetzt mehr. Aber da... Oh. Ja, okay, Bogiturm, mach den mal fertig hier. So, und jetzt? Genau, jetzt ist der Zeitpunkt. Aber die ist... Wieder direkt in dem Mauersegment. Also die hätte hier so durchgehen müssen, weil da ist sie in der Reichweite von dem Inferno. Und da sehe ich ganz viel Schmerzen für die Queen. Und da kann sie nicht viel durchhalten. Jetzt ist sie gleich durch. Ja, das ist alles noch Pillepalle. Aber der Inferno, der wird jetzt gleich reinballern. Auch der X-Bow ist nicht schlimm, aber die wird jetzt auch nicht aufs Dunkle gehen. Ja, und jetzt seht ihr hier, jetzt seht ihr, wie die instant runtergeht. Zack, Ende, das war's. Schade. Wieder ein weiterer Fail. Also wirklich, Infernus braucht er nicht angreifen. Braucht er wirklich nicht machen. Gab aber immerhin genug Gold, um wieder eine Mauer zu ziehen. Also immerhin, also wir sind ein bisschen weitergekommen. Also hat nicht nur Gems gekostet, sondern wie gesagt, hat natürlich auch mega Spaß gemacht, klar. Im Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht mehr viel Gold habe, würde ich sagen, muss ich langsam mal ein bisschen aktiv werden und haue hier wirklich mal ganz aktiv, wie ich bin, meine Mauerbrecher, also beziehungsweise meine Barbaren und dann auch gleich... Ah, der hat sogar noch eine stinkend volle CB. Kleinen Moment, klären wir kurz, kein Thema. Warten wir ein Momentchen. Oh, CB ist weg. Okay, hat sich erledigt mit der CB? Auch, also er hat es echt, also die sagen, die Mauerbrecher laufen besser, ganz ehrlich, das ist 0, das ist 0,0, finde ich. So, jetzt hier noch eine CB.
Das ist noch nicht geklärt, das ist noch gar nichts. Gucken wir mal, wir gehen mal richtig Attacke hier. Aber die läuft außen rum, logischerweise. Das ist ganz klar. Also ich glaube wirklich, ich muss das mit. Also am Anfang hat das mit den Minions gut geklappt. Da habe ich ja wirklich die 2,7K genommen. Und jetzt will die halt nicht mehr so. Da muss ich wirklich, glaube ich, die Kohle in die Minions, beziehungsweise das Dunkle in die Minions investieren. Air Sweeper ist für mich egal. Jetzt wird hier eventuell die Luftabwehr interessant. Ah, okay. Ich habe gerade gar nicht gesehen, worauf zielt sie jetzt. Aber erklärt mir das bitte doch mal, ja? Also hier geht sie jetzt da nicht rauf. Da geht sie jetzt. Ich meine, ich freue mich natürlich, dass sie reingeht. Aber so ganz erklären kann man das doch nicht. Wir würden es von der Zeit noch schaffen. Jetzt geht sie garantiert auf der CB. Ah nee, okay. Minenwerfer zuerst. Der könnt ihr ja wehtun. Dann CB. Und wenn sie jetzt noch das Dunkle klar machen würde. Wäre das cool. Ich meine, immerhin anderthalb. Na, so viel dazu. Ein bisschen was Dunkles. Aber das war es auch. Aber jetzt würde ich sagen, das Gold holt sie sich noch und dann müsste. Aber das, ja, schade, die Zeit. Also, wie gesagt, ihr seht selber, Zeit ist wirklich der Faktor, ganz klar. Immer. Weil die Queen würde es ja aushalten, sag ich mal. Ja, cool. Ja, ein bisschen was, ja. Na? Ein bisschen was, gar nicht mal so ein bisschen was, das ist fast alles. Okay, immerhin. Aber, wie gesagt, also es ist auf jeden Fall oder ausbaufähig. So, das Wort habe ich gesucht. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Das sehen wir dann aber in den nächsten Videos. Wie gesagt, bloß jetzt habt ihr erstmal dieses Queen Special durch. Also, es ist schon einiges machbar. Also, wie gesagt, 10k in einer halben Stunde habe ich gemacht. Aber nur in Verbindung mit den Minions. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich wünsche euch was.